Filmische Abgründe. Mein Traum mit Soapstar Wolfgang Seidenberg. Der Mensch ist nicht dazu da, um den lieben langen Tag zu denken. Er muss auch einmal etwas Vernünftiges tun. Sei froh, dass dein Vater das alles nicht mehr sieht. Er ist tot. Du hast wohl immer für alles eine Erklärung. Mein Traum oder die Einsamkeit ist nie allein. Was für ein Filmtitel und welch phantasmagorische Exkursion in die Abgründe der Seele. Roland Reber wollte keinen alltäglichen Film machen, sondern einen mit Tiefgang, der herausfordert. Und so entstand das Meisterwerk. Das war 1985 am Theaterinstitut im Ruhrgebiet. Da haben wir ein Stück entwickelt, das hieß »Mein Traum ist nur ein krankes Kind«. Also selbst meine Träume sind kranke Kinder. Und das war damals mit sehr viel Erfolg auf der Theaterbühne. Und Jahre später, eben letztes Jahr, ist das wieder im Müll gefunden worden und recycelt, aber vollkommen neu. Also die Leute, die es damals im Theater gesehen haben, würden es wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Das Zeppen durch die Gedanken des Hauptdarstellers soll zeigen, wie wirre es manchmal in einem zugehen kann und vor allem, wie man sich selbst finden kann. Ob das alles, was in meinem Kopf, ob das überhaupt einen Sinn hat. Er weiß noch nicht, dass der Sinn nur Teil der Show ist. Du bist. Ich bin weggegangen. Die Hauptrolle spielt Wolfgang Seidenberg, der seit 1994 den Frank Töppers bei Marienhof verkörpert. Für ihn ist es eine schöne Abwechslung, in der Kinoproduktion mitzuwirken. Ja, das ist sicher was ganz anderes für einen Schauspieler, weil erstmal die Arbeit eine ganz andere ist als beim Fernsehen zumindest. Wir haben zwar auch relativ schnell gedreht und immer zügig hintereinander, aber so wie beim Marienhof oder wie bei den Fernsehserien üblich ist das nicht. Das ist das eine. So von der Arbeit her, außerdem hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, sich hier einzubringen. Gerade bei einem Roland-Reber-Film ist man da auch gebeten, das zu tun. Und deshalb macht das besonders viel Spaß. Und man hat natürlich mehr Kontakt zum Publikum anschließend, weil wir auch herumfahren werden und uns dann der Publikumsdiskussion stellen wollen danach. Da freue ich mich drauf. Träume, Traumdeutung, Traumsymbole. Für viele Menschen ein interessantes Phänomen. Mein Traum oder die Einsamkeit ist nie allein kommt am 13. März in die deutschen Kinos und es gibt genügend Gründe hinzugehen. Wenn man sich auf den Film einlässt, das ist sehr wichtig, sich auf den Film einzulassen. Also wenn man jetzt glatte Hollywood-Kost erwartet, wird man enttäuscht sein, denke ich. Wenn man sich aber auf den Film einlässt, gibt es sehr viel zu denken, zu lachen, zu schmunzeln, Reflexion eben. Das ist der Mann, der nach den Sinnen sucht und immer noch glaubt, ihn finden zu können. Die Geschichte eines Mannes, der alles stehen und liegen lässt, um sich erstmal selbst wiederzufinden. Und Selbstfindung kann ja nie schaden. Der Sinn des Lebens ist,